Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Henry. So, Lag Switch. Did I get him? Ballert, aber die Schüsse kommen nicht an, was? Nee, andersrum. Er ist losgelaufen. Ja. Und lief fast schon so ein bisschen rückwärts und hing in der Luft und der Wachtyp schießt halt auf uns. Weil er uns ja sieht, aber wir waren schon längst nicht mehr da. Oder so. Und als der Leck weg war, waren wir schon am Ziel angekommen, ohne dass der Typ uns getroffen hatte. Oder so. So, jetzt sind wir in einer. In einer großen Halle, da ist ein fetter Panzer drin. Wir können jetzt den Scrambler benutzen, das Ding hijacken oder im Internet uns ein Walkthrough angucken. Internet Walkthrough. Jetzt guckt er sich ein Walkthrough an bei YouTube. Hey everyone, this is part 65 of my Henry Stickmin playthrough. Today I'm gonna be doing the part with the tank. But before I get started, I just want to thank my sponsor. Make sure you watch till the end of the video. I'm doing a special giveaway at the end. This game doesn't really follow any logic at all. It's kind of annoying. Oh, there are fall tank. So now you got three choices here. If you pick walkthrough, it starts playing a video of this really boring guy. Who's all like, hey guys, back to the video again, playing Henry Stickmin today. Before I get started, make sure to like, comment, and subscribe on my video. This part's actually a reference to an obscure. We're in the tent now. I'm gonna quick walk through here. Opens up this video of this super boring guy who just says, welcome back to. Part 65 of my Henry Stickmin playthrough, walkthrough. Comment and subscribe if you enjoyed the video. You might be tempted to pick the more logical choice here. Sees the big tank. Then you want to choose walkthrough here, and it makes a guy come out and he keeps saying like, hey everyone, playing Henry Stickmin today. Gonna do a walkthrough here. Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to subscribe. I don't know how many more endings there are in this game, but this is one of them. Brings you up to three choices, and when you select walkthrough, it plays a video of this guy doing a walkthrough. And you keep saying like, hey, what's up guys? Time for another walkthrough. It's part 65, Henry Stickmin, gaming. Remember to ring the bell, remember to comment if you liked the video. Well, this part's a huge spoiler, so if you don't want to see, you should probably close your eyes. Now you'll come up to a big tank, and if you choose walkthrough here, it makes this guy, who's all, hey guys, it's gonna be a walkthrough. Achso, jetzt müssen wir der Tatsache abbrechen. Wow, you spend a total of 131 Sekunden. Watching that scene. Weil halt jedes Mal in dem Video wird wieder das YouTube-Video angewählt, in dem dann der Nächste wieder erzählt, dass er das YouTube-Video nimmt. Großartig. Also Hijack oder Scrambler? Scrambler! Was macht er das? Ein Randpümpeln. Ja, nee. Und der Panzer fährt los und dreht durch. Aha. Kann auch richtig gewesen zu sein. Center for Chaos Containment, Mobile Unit A113. Come in, Command. We are picking up minor chaos readings here. Permission to engage. Roger that. Commencing Chaos Containment. Aha. Das war sogar richtig. Ich gehe nochmal zurück. Ja, muss ich noch hijacken. Here's a big tank. Bringt ihn an. Aber er hat den Schuss gefunden und fliegt rückwärts die Kante den Berg runter. Schade. And you forgot to signal. Sheesh. You forgot to signal. Zu blinken halt, ne? Du hast nicht geblinkt. So, jetzt können wir uns entscheiden in dem Panzer, was wir machen wollen. Ein Lautsprecher? Die Klimaanlage? Ein Fingerabdrucksensor, irgendwie eine Taste mit einem Herzchen drauf. Do not reveal secret. Herzchen! Seriously, do not. There is nothing here.
Multiverse Imbalancer. Haben wir auch noch zur Auswahl. Also, trotzdem das Herzchen. Der Mond kriegt Augen und wütenden Gesichtsausdruck und fliegt auf die Erde zu. Aha. Und zwar smasht auf ihr. You shouldn't have thought about what I am willing to do in order to get the job done. Genau. Du ahnst ja nicht, was ich bereit bin zu tun, um das erledigt zu kriegen. Ja, Multiversum Stingsbums? Achso, das können wir gar nicht anklicken. Ach, das war noch Fake. Ja. Oder dann irgendwas anderes. Da war wirklich nichts drunter. Da war wirklich nichts drunter. Dann nehmen wir mal den Fingerabdruck hier. Genau. Launching Gap-Egg. Ein riesiges Ei kommt runter. Mission complete. Tatsache, das war's. Wow. Hey, Chief? Yeah, we got a tank approaching with Henry inside. Henry? You're here? What are you doing in a tank? Repeat, top at raid has been aborted. Fall back. You protected the clan. Yeah, the future of the top at clan looks bright with you as our leader. Top Hat for life! Genau. Wieder mal die Top Hats gerettet. Aber dann haben wir noch andere Optionen. Lautsprecher. Genau. Come in, Phantom. You've got the all clear. They'll never know what hit them. That's right. Yeah, I've got a... Zero mode detected. Oh. Preparations are nearly complete. G, the Center for Chaos Containment is sure has a surplus of nuclear bombs, huh? Haben sie dir schon wieder eine Atombombe auf den Kopf geworfen? Ja. Die haben einfach zu viele bei sich. Also Klimaanlage. Stimmt, das kann sein. Commencing Ultimate Freeze. Pause. Aha. Nu? Ach nix. Chaos contained. Chaos contained, genau. Ah, großartig. Ein Scheiß. Chaos contained. Menü. Dann fehlt ja quasi nur noch International Rescue Operative. Können wir nicht anklicken. Aber The Betrayed können wir anklicken. Lounge. Die schwimmen mit dem Gesicht unten im Wasser. Ungünstig. Hey, easy, easy. You were gone for a bit. I was able to bring you back to life. I specialize in military-grade augmentations. I was forced to replace spine and left arm, as some of damage you sustained was beyond repairing. You had run in with Topet Clan, huh? I've encountered them before. You see, you're still healing. They went south, if you are wondering. About 10 hours ago. Wow, you're learning so quickly. Good luck. I'm thinking once we arrive, we should be able to... Henry! Take him out, right hand man! So, also wir wurden anscheinend von einer aus dem Wasser gefischt auf dem Schiff. Ja. Sind es wieder zu uns gekommen, hatten noch einen halben Kopf verbunden und hatten jetzt eine super Metallhand. Aha. Und
Wir sind halt an Deck gegangen und haben Richtung Land geguckt. Und dann meinte sie, ja, die sind Richtung Süden, 10 Stunden zuvor. Naja, was willst du jetzt machen? Plötzlich haben wir ein Jetpack auf dem Rücken. Wow, du lernst aber schnell und wir sind losgeflogen. Aha. Sind jetzt quasi in die Rakete rein durch die Frontscheibe und stehen jetzt dem Right-Hand-Man gegenüber und müssen jetzt entscheiden, was machen wir? Blade-Form, Gun-Form, also von der Hand, ne? Ja. Oder Spirit-Form? Spirit-Form. しないかね。私は大丈夫だ。オフロに。ライブでボトル。前は私もスタンドね。ライブのボトルが3ぞタイムは東京止まれ。偵察そうです。好きじゃないですよ。最高にスタンドな。 Stop me. Nani ka. Bakken, boku no cybernetic wa doku desu ka? Omae wa alternate timeline no byoku. Kyou wa Henry korosu arimasen. Henry wa toppa to urusei arimasen. Omae wa yoroshiku nai. Omae wa chiisai. バカモノが本当にスタンドはサイバーネティックですよ。私は大きなさい。僕にはサンゾタイムが閉まったには東京を止まって。今。いいね。Mir gefällt. Aha. Da Fuck. Es war japanisch für die Leute, die sie mitbekommen haben. Ja, das Anime-Stil. Er hat halt eine Zeitverzerrungsmaschine aktiviert und es damit geschafft, sich in eine andere Zeit teleportieren zu lassen, in der allerdings Henry ihn niemals besiegt hat und deswegen hat er keine super tollen Fähigkeiten mehr und wird ganz normal vermöbelt. Wird aus dem Raumschiff rausgeprügelt, drückt aber nochmal die Zeit, also das Paralleluniversums-Dingsbums-Maschinchen da, fliegt wieder zurück, ist wieder der Cyborg. Nee, weil er ist immer noch kein Cyborg und hält uns jetzt die Knarre an den Kopf. Hm. So, das war jetzt mal die Kurzform von dem, was wir gerade gesehen haben. Okay. So, retry. Na dann, Gunform. Nothing personal, kid. Tja, jetzt haben wir auf ihn geschossen, aber er war schneller als wir dachten und ist plötzlich hinter uns gewesen und hat uns zerschossen. Ah. Not bad, kid. You made me use almost 10% of my power. Also, Blade Form. So, es ist mal wieder abgestürzt, aber ich hoffe, ich habe es mal sauber rangeschnitten jetzt hier hinten, dass man es nicht so mitkriegt. So, jetzt stehen wir ihm quasi gegenüber auf der Oberfläche von dem Helicarrier. Und er formt einen großen Energieball über seinem Kopf in der rechten Hand. Wir haben jetzt die Wahl, entweder das Ding zu absorbieren, unsere Hand in einen Baseballschläger zu verwandeln oder den Y-Type-Move. Y-Type-Move. Ich will wissen, was das ist. Big Blast. Hm.
Right Hand Man defeated. War anscheinend richtig. Aha. Obwohl, jetzt haben wir das ganze Dach von dem Helicarrier abrasiert. We're going to do. Wir gehen nochmal zurück und gucken uns nochmal die anderen vielen schlechten Enden an. Also absorbieren oder was? Absorbieren. Ich denke, dass es endet. Und die Tiefenbord sind. Ja, wir explodieren. Genau. Wow, that gotta be the play of the game. Okay, wir haben den Energieball weggeschossen. Er fliegt einmal um die Erde rum. Und trifft uns an den Hinterkopf. Und landet wieder von hinten an uns. Aha. Home run? Home run? Okay, so. Jetzt sind wir quasi Auge in Auge mit dem Right-Hand-Man. Und er bedroht uns mit einer Waffe. Was wollen wir jetzt machen? Wir können das Luftschiff auswählen, ihn runterschubsen oder Staple. Umarmen? Nee, Staple ist der Stapler. Stapeln. Ja, oder der Tacker. Ah, tackern. Tacker ihn doch mal. So that's it then. You're just gonna leave me here to go down with the ship? Ist ja gar nicht der Red Indian. Ist ja der Captain. Looks like we'll be sharing this last ride together. Well, you got us. Was it worth it? Mission complete. Yeah. Weil wir abgeschmiert sind. Genau. Revenged. Yeah. So, Map. Das war ja richtig. Also Airship oder Drop? Airship. Achso, jetzt kriegen wir wieder den Jetpack. Überholen das Vieh, das Schiff. Und das Schiff rastet jetzt auf uns zu. Unwillig. Fette Explosion. Boom. Mission failed. Drei lustige Smileys. So, drop. Hello. Now, you don't have to do this. No. Anyone available? There's an attacker in the cockpit. Hat er falsch um. Wow. His hat has undergone some upgrades. Sein Hut wurde etwas abgegradet. Ja. Jetzt hat er irgendwie Funkgerät drin gehabt und jetzt haben uns die Wachen erschossen. Okay, ja Mensch, dann haben wir ja alles, weil das geht ja hier irgendwie nicht. Ja. Ich vermute, es liegt an den nicht gewählten falschen Enden vom ersten Prozess oder so. Evidence. Fails 5 von 5, Achievements 2 von 4. Siehst du? BIOS 1 von 5. Fails 18 von 18. Achievements 5 von 9. BIOS 1 von 18. Was ist denn BIOS? Keine Ahnung. Ayoka fließt oder was passiert? Nee, eigentlich nicht. Ansonsten haben wir hier alles. Hm. Achievements 163, ja, okay. Okay, 15 oder 27, BIOS 1, 5. Hm. Geht noch was, wa? Schau dir mal am besten auf YouTube einen Guide dazu an. BIOS.
To unlock a bio, right-click a character when you see them. Ach so, einfach nur mit rechts draufklicken. Henry Stickman. He's short on cash, so it's time to get some. Not to be confused with Henry Stickman. Aha. Jetzt können wir verschiedene Charaktere anklicken, aber nur Henry ist unlocked. Aha. Ja, wahrscheinlich, weil wir in der Episode dann jeweils den anderen Charakter anklicken müssen. Hm. Um dir ein Bio freizuschalten. Was sind die Achievements? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wahrscheinlich sowas wie alles im ersten Mal. Ending JB fehlt. Aha. Was braucht denn JB? Get all CTM fields. Aha. Complete the mission, okay. Ach so, das ist jetzt von den verschiedenen Missionen. Können wir uns die Achievements angucken? Jo. Ja. Hm. Als wenn man wirklich ganz viel Langeweile hat, kann man das nochmal versuchen vollständig zu machen. Weil ansonsten haben wir ja eigentlich alles, also die ganzen N und die... Genau, und dann bis auf diese eine Mission Tibi da oder so, ne? Nee, das war auch ein Achievement. Achso, das war nur, dann haben wir doch eigentlich alles so. Klingt doch gut. Sales 5 von 5, 18 von 18, 40 von 40, 60 von 60, 60 von 60, 163 von 164, weil das eine Ding irgendwie nicht geht. Ja, weil es abgeschmiert war halt immer eine Abschnitt. Nee, das ist die Nadel, die halt nicht funktioniert, mit der wir das Schloss öffnen können, weil ach die so. Tür hat kein Schloss. Da drehen ach wir uns so. Quasi im Kreis. Ja, dann, also alles andere wäre Achievement Guide, da muss man glaube ich auf irgendwelche Objekte im Hintergrund und so klicken, dann kannst du mal raten, was das ist. Genau. Von daher. Genau wie die Bios halt eben einfach auf irgendeinen Charakter, Strichmännchen oder Weibchen klicken und eine Strichfrau. Hm. Und dann schaltet man deren Biografie frei. Scheint ja recht interessant zu sein hier. Judy, dann bedanken wir uns an der Stelle fürs Zuschauen. Falls euch das Display gefallen hat, könnt ihr Like, subscribe, und Comment und Daumen nach oben, ne, und so weiter. Und falls ihr euch das hier als Achievement dann erfahrt ihr auch immer, wenn wir das nächste Display hochladen. Genau, und vielleicht kommt ja noch ein anderes hier, ich verlinke mal auf das andere Video von uns hier, Dauerschleife. Dauerschleife. Judy. Na denn, here we have a big tank. Ich versuche mal ein Let's Play, also ein ganzes Let's Play pro Woche freizuschalten. Klappt nicht immer, aber relativ oft. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall zu abonnieren, weil hier kommt der krankeste Scheiß auf diesem Kanal. Also ein Spiel pro Woche. Genau. Mal ein längeres, mal ein kürzeres. Genau. Was haben wir jetzt demnächst noch vor? Saints Row 4, ne? Das wird so großartig werden. Es ist nicht unbedingt das nächste, was wir als jetzt freischalten werden. Wir werden es von heute an Sommer anfangen. Als nächstes Let's Playen. Genau, da haben wir noch einiges vor uns. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, Glocke aktivieren, dann kriegt das mit. Macht nämlich klingelingeling, könnt ihr gucken. Saints Row 4? Nein, was anderes. Eine Woche später, klingelingeling. Klingelingeling? Nee, jetzt gucke ich nicht. Ach, scheiße, da war doch Saints Row 4. Von daher, machen für immer gucken. Anderen Kanal. Stimmt, noch mehr kranken Scheiß gibt's auf unserem anderen Let's Play-Kanal. Ja, ein bisschen Werbung am Ende muss einfach sein. Genau. Und zwar auf dem Hamster, auf xhamster.com. Einfach mal nach JTE Naughty Play. Also gucken. Naughty wie schmutzig. Genau. Naughty mit H. Da spielen wir quasi alles das, was auf YouTube. Was auf YouTube weggespart oder wird oder den Kanal kostet. Wir genau. Haben's schon mal geschafft. Und das ist blöd und deswegen haben wir genau. Das jetzt ausgelagert quasi auf die Version.
Und da gibt's den richtig kranken Scheiß. Also oh ja, oh ja. Wir haben sogar bei zwei Videos schon geschafft, dass es selbst zu hart für einen X-Hamster war. Zu hart für den Hamster, das müsst ihr erstmal schaffen. Genau, von daher freuen wir uns, wenn wir euch auf irgendeinem dieser Kanäle wieder mit begrüßen dürfen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. So, quitt jetzt hier.